Nächster Redner, Stefan Mayer für die CSU-CDU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Datenschutzgrundverordnung das mit Abstand wichtigste Dossier der Europäischen Union in der laufenden Legislaturperiode der Kommission ist. Ab Mai 2018 findet es unmittelbare Anwendung. Man könnte jetzt ja durchaus die Frage stellen, warum bedarf es dann eines nationalen Anpassungs- und Umsetzungsgesetzes? Die Verordnung gilt ja ab Mai 2018 unmittelbar. Deshalb bedarf es eines Umsetzungsgesetzes, weil diese Verordnung viele Öffnungsklauseln mit beinhaltet. Und ich möchte auch noch mal ausdrücklich betonen, der große Vorteil dieser Datenschutzgrundverordnung ist aus meiner Sicht, dass es gelungen ist, eine Harmonisierung des europäischen Datenschutzrechts in 28 Ländern, vielleicht in absehbarer Zeit in 27 Ländern, zu erreichen in einem Raum von 500 Millionen Bürgern. Das ist ein Wert an sich, dass in diesem gemeinsamen Raum jetzt dann ab Mai nächsten Jahres ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht gilt. Und Herr Kollege von Notz, Sie haben einfach Geschichtsklitterung betrieben, wenn Sie hier die Behauptung aufstellen, die Bundesregierung wäre erfolglos gewesen, weil sie es erfolglos nicht geschafft hätte, diese Datenschutzgrundverordnung zu verhindern. Das Gegenteil ist der Fall, Herr Kollege von Notz. Diese Datenschutzgrundverordnung entspricht in vielerlei Hinsicht dem heutigen Bundesdatenschutzgesetz. Wir haben es gemeinsam geschafft, und da nehme ich durchaus auch den Deutschen Bundestag mit ins Boot, mit der Bundesregierung, dass wir auf europäischer Ebene dafür geworben haben, das europäische Datenschutzrecht zu heben, und zwar auf deutsches Niveau zu heben. Herr Kollege Reichenbach, wir waren doch vor zwei Wochen gemeinsam in Irland. Und ohne hier Kritik an einem kleinen, schönen Mitgliedsland der Europäischen Union betreiben zu wollen, das Bewusstsein in Irland für die Notwendigkeit von Datenschutz, aber auch die Ausgestaltung des irischen Datenschutzrechts ist, vorsichtig formuliert, noch etwas verbesserungsbedürftig. Und deshalb ist dieser Wert an sich der, dass wir jetzt eine Harmonisierung erreichen, aber nicht auf einem niedrigen Niveau, sondern auf einem hohen Niveau in vielerlei Hinsicht auf unserem deutschen heutigen Datenschutzrecht. Und ich bin deshalb auch sehr froh, dass das Bundesinnenministerium nur in sehr reduzierter Weise von den Öffnungsklauseln Gebrauch gemacht hat, weil eine übermäßige Gebrauchmache von den Öffnungsklauseln ja diese Harmonisierung des Datenschutzrechts genau konterkarieren würde. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, mal zur Klarstellung. Der Gesetzentwurf, den wir heute in erster Lesung beraten, hat 85 Paragraphen. 60 Paragraphen von diesen 85 sind zwingende Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Da können wir überhaupt nicht aus. Und die verbleibenden 25 Paragraphen der 85 beziehen sich auf Sachverhalte, die wir zwingend regeln müssen nach der Datenschutzgrundverordnung. Also mit Verlaub, Herr Kollege von Notz und meine lieben Kollegen von den Linken, dieses Gesetz eignet sich mit Verlaub und beileibe nicht für eine Skandalisierung. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir als CDU-CSU-Fraktion sind auch der Auffassung, dass den berechtigten Informations- und Auskunftsrechten der Bevölkerung, der Verbraucher auch in entsprechender Weise Rechnung getragen werden muss, auch was die Löschungspflichten anbelangt. Und um hier auch ein klares Wort zu sagen, weil immer so versucht wird, diesen Eindruck zu insinuieren, wir würden hier nur den großen Datenkraken, Herr Kollege von Notz, wie Sie sie genannt haben, Facebook, Google, Amazon und Co. das Wort reden und deren Wünschen Rechnung tragen. Das Gegenteil ist der Fall, um auch hier ein klares Statement abzugeben. Es geht nicht darum, auch in all den Änderungen, die wir vornehmen wollen, Facebook, Google und Co. zu privilegieren, sondern es geht darum, dass wir insbesondere auch im Lichte des risikobasierten Ansatzes vor allem auch darauf achten, dass nicht kleinere Unternehmen, Handwerksbetriebe, Einzelhändler übermäßig belastet werden durch manche Vorgaben jetzt der Datenschutzgrundverordnung. Und Herr Kollege Reichenbach, weil Sie auch die Formulierung schon erwähnt haben, über die wir uns auch beugen werden, unverhältnismäßiger Aufwand. Es geht auch bei dieser Ausnahme von Informations- und Auskunftspflichten ausdrücklich nicht darum, Facebook und Google zu privilegieren. Es geht ausdrücklich nicht darum, die zu privilegieren, die in digitaler Form Datenspeicherung betreiben, sondern wenn es darum geht, hier Privilegien in Anführungszeichen auszureichen, dann geht es um analoge Speicherung von Daten, insbesondere bei Handwerksbetrieben, bei kleineren Dienstleistungsunternehmen, bei Einzelhändlern. Darum geht es uns ganz konkret. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir werden diesen Gesetzentwurf zügig behandeln.
Sehr geehrter Herr Bundesinnenminister, wir werden auch Ihrem Wunsch Folge leisten. Ich sage aber auch ganz offen, wir werden ihn sehr gründlich und sehr seriös beraten, weil es ist ein wichtiges Gesetz. Und ich sage Ihnen auch zu, wir werden dieses Gesetz noch in der laufenden Legislaturperiode verabschieden. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass bewährte Geschäftsmodelle unterminiert werden oder sogar unmöglich gemacht werden. Aber, und das möchte ich abschließend sagen, wir werden auch darauf achten, dass deutsche Interessen auch entsprechend in diesem Umsetzungsgesetz mit einfließen, dass ihnen auch entsprechend Rechnung getragen wird, insbesondere auch was die Vertretung Deutschlands in dem Europäischen Datenschutzausschuss anbelangt. Ich glaube, die Vorlage, die gemacht wurde, ist sehr salomonisch und sehr vernünftig. In diesem Sinne freue ich mich auf intensive Auseinandersetzung bezüglich dieses Gesetzentwurfs, aber auch auf zügige Auseinandersetzungen, weil wir sind hier auch geboten, in der laufenden Legislaturperiode diesen Gesetzentwurf noch abschließend zu befassen und zu verabschieden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan Mayer. Letzter Redner.